Die zweite, die andere Ebene ist jener andere Trakt, den wir Kloake nennen, weil es da zwei Zugänge gibt zu den innersten Eucharonta, die mit der richtigen Modulationsfrequenz angestupst werden kann, angeregt werden muss, um am Ende jene Ausspritzung zu vollziehen, von der man heute weiß, dass sie aus dem Interstitium oder doch aus eigenen Drüsen, die der Prostata analog sind, erfolgt. Und die Frage ist, wozu diese milchige, diese creamy Flüssigkeit ausgeschieden wird, entweder um nach dem Ausschlagen der Hufe des galoppierenden Uterus, nachdem sie überzeugt worden ist, dass dies der Richtige sein muss in seiner Eleganz und Frequenz und Ausdauer und so weiter, dass diese Flüssigkeit wie das Sperma als Nähe- und Schutzflüssigkeit dient, das Ziel zu erreichen. Wir glauben eher, dass es eine Art Antisperma sein muss, die nach Abschluss der Entscheidung, welches der Spermatozoen nun durch Hufausschlag ins Innerste hinein befördert wurde, die nachfolgenden zu kurz gekommenen Fußtruppen abgewehrt werden sollen durch zum Beispiel einen anderen pH-Wert oder Spermatotoxizität oder ähnliches. Man hat diesen Seim, glaube ich, noch nicht untersucht, pharmakologisch oder biopharmakologisch.